Die systemische Kieferorthopädie versucht, den ganzen Körper einzubeziehen in der Behandlung. Wir behandeln nicht die Zähne eines Menschen allein, sondern wir behandeln den Menschen als Ganzes über seine Zähne. Der Mund ist der Anfang von allem. Die Eingangsschleuse für Atmung, Trinken, Essen, für unsere Körperbewegung, die ja auch mit dem Mund beginnt, wenn wir Säuglinge sind. Und da unser Mund normalerweise ja gut funktioniert, denken wir gar nicht darüber nach. Auch wenn es uns schlecht geht, denken wir nicht darüber nach, dass unser Bauch Probleme mit dem Mund zu tun hat, dass unsere Rückenschmerzen mit dem Mund zu tun haben, dass wir vielleicht Schwindel haben, weil wir so doll knirschen, dass alles verspannt ist, auch in der Halswirbelsäule, dass wir durch unsere Mundatmung nicht nur einfach einen Mund offen haben, sondern dass wir den Mund austrocknen, dass der Speichel sich verändert, dass wir ständig Infekte haben, dass kleine Kinder Mittelohrentzündungen haben, weil der Mund immer offen ist und dass man ihn einfach nur schließen muss und oft gar nicht viel Aufwand gemacht werden muss. Thema Rücken, Rückenschmerzen. Wie hängt das mit dem Mund zusammen? Heute erfahren wir immer mehr davon, wie gestresst Menschen sind. Viele, und das ist sehr naheliegend, beißen die Zähne zusammen, pressen mit den Zähnen, knirschen. Und das hat Auswirkungen auf die Muskulatur. Ein Muskel, der dauerhaft angespannt ist, wird empfindlich, wird schmerzhaft. Und diese Schmerzen, die sich dann zunächst einmal im Kausystem etablieren, ziehen sich kettenartig weiter runter über den Hals, Nacken, Schulterbereich bis hin zum Rücken, manchmal bis weiter runter in den Rumpf. Die Beziehung zwischen unserem Kehlkopf oder genauer gesagt unseren Stimmbändern und dem Einsatz, dem gezielten Einsatz von Körperkraft. Und das haben wir zum Beispiel beim Stuhlgang, das haben die Männer beim Orgasmus und das haben die Frauen bei den Presswehen. Das muss ich natürlich jetzt erklären. Wenn Sie Kraft an eine bestimmte Stelle richten wollen, dann müssen Sie die Luft anhalten. Und das machen Sie mit den Stimmbändern. Und damit können wir eine innere Luftsäule bilden, die wie ein Hebel wirkt. Und mit diesem Hebel können wir dann diese Kraft irgendwo hinrichten. Und da ist man gut beraten, wenn man kräftige Stimmbänder hat. Ich bin auf die Zähne gekommen, eigentlich durch meine eigene Geschichte. Ich bin als 6- oder 7-Jähriger gestürzt auf ein Waschbecken, habe mir die mittleren Schneidezähne abgebrochen und habe dann eine Odyssee an Leidensgeschichte, kann man schon sagen, durchgemacht. Bei vielen Zahnärzten ist es viel verfuscht worden, es ist viel an mir ausprobiert worden. Ich kann im Rückblick sagen, ich habe die dunklen Seiten der Zahnheilkunde genauso kennengelernt, wie dann auch die lichten und die guten Seiten. Und durch dieses Erleben habe ich einfach angefangen, mich mit dieser Materie zu beschäftigen, auch aus Angst. Es war für mich eine Möglichkeit, diese Angst abzubauen, indem ich einfach dieses Monster mir angeguckt habe und gesehen habe, ach, das ist ja interessant. Ja, heute glaube ich, dass das von Vorteil ist, dass ich selber meine Geschichte habe. Man sagt ja, ein guter Arzt kennt auch die Krankheit. Das sich hineinversetzen in den Patienten, diese Empathie für den Kranken. Das, glaube ich, habe ich ein wenig lernen dürfen.